Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Test, vielleicht Let's Play, man weiß nicht, was es wird, zu 7 Billion Humans. Es ist irgendwie ein Programmierspiel, ich bin jetzt nicht so ein guter Programmierer, aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Wählen Sie bitte Ihren Angestelltenausweis. Aber das andere war auch schön. So, wir nehmen natürlich hier den schönen ohne Haare, das bin ich, ja, das sieht genauso aus wie du, das ist richtig. Personal Nummer 2, dankeschön, ich gehe da mal zum Aufzug. So, ja, irgendwie ein Programmierspiel, wo man eine Firma aufbauen muss. Das ist irgendwie der zweite Teil. Der erste war, glaube ich, so ähnlich, also auch mit Programmieren. Aber da ging es darum, dass man irgendwie die Menschen durch Maschinen ersetzt. Und in diesem Teil geht es darum, dass man den Menschen wieder eine Arbeit gibt. Aber ich glaube, das kommt gleich noch, weil erstmal kommt noch ein Intro. Sie sind eingestellt. Ja, 1. Hey, you. Hm? Are you a hardworking farmer? Hm? Let machines do that for you. Are you a hardworking coal miner, truck driver or coffee shop employee? Let machines do that for you. Well, actually... Mmm, tastes like progress. But aren't there any good jobs left for hardworking families like us? You'll never need to work again. Machines have provided unlimited free energy, unlimited fast, clean transportation, unlimited free, nutritious food. You're completely free to do whatever you want in marvelous modern utopia. But we want good paying jobs. Jobs, jobs, jobs. Okay, creating jobs. You want jobs? You will have jobs. They will be the best jobs. Huge. Believe me, you have never seen so many jobs. Where can we get these jobs? Just show up on Monday. The machines have created enough jobs for every single person on the planet and the whole family to enjoy. I have a PhD in medieval French literature. Even the most useless skills can be put to work in the new office building visible from space. Congratulations, all 7 billion humans on the planet. You're hired. Hurra! Alle 7 Milliarden Menschen arbeiten also bei der Tomorrow Corporation. Ja, gut. Willkommen, neue Mitarbeiter. Danke. Jahr 2. Und wir sind diese Roboter und müssen hier jetzt coole Sachen machen. Sie sind spät dran. Alle anderen sind bereits hier. Sie stehen nur herum, blinzeln und warten auf Anweisungen. Es geht hier nicht mehr nur um Sie. Sie sind der Chef all dieser Arbeiter. Sie werden alles tun, was Sie sagen. Dann werden wir mal sehen, wie fit diese Belegschaft ist. Bitte lassen Sie jede Person ihre individuellen Datenwürfel aufheben und wieder fallen lassen. Lassen Sie uns mal sehen, wie nützlich diese kleinen Arme sein können. Ja, es geht doch nichts über einen frühen Erfolg, um Selbstvertrauen zu wecken. So, und jetzt programmieren wir hier richtig geil. So wie ich das mitbekommen habe, gehen die immer alle gleichzeitig, also die führen das alle gleichzeitig aus. Und ich habe ja irgendwie in Informatik, naja, Fachinformatik, Studium nicht gemacht, sondern Ausbildung. Ich habe eine Fachinformatiker-Ausbildung gemacht. Und da hatte ich in der Berufsschule auch... irgendwie programmieren, so ganz einfache Sachen. Von daher, der Anfang sollte noch leicht sein. Das ist natürlich jetzt hier einfaches Programmieren. Also man muss keinen eigenen Code schreiben, sondern einfach nur die einzelnen Steps angeben. Wir haben jetzt gerade nur 3 einzelne Bausteine zum Programmieren. Und wir, wie sie eben schon gesagt hat, die Leute hier sollen einfach ihren Würfel hier aufheben. Und dann ist das schon... auch und wieder hinlegen, ne? Und dann ist das wieder geschafft. Wir haben gerade 3 Dinger, die wir machen können. Einmal können sie einen Step hingehen. Hier kann man dann auch auswählen, wo sie hingehen sollen. Je nachdem, wo sie hingehen sollen, da der Datenwürfel aber unter denen ist, sollen sie natürlich nach unten gehen. So, dann Pickup natürlich, damit sie das dann aufheben, wenn sie da drauf sind. Und dann sollen sie es wieder fallen lassen. Fertig. Hui, ja geil. Guck mal, hier sind wir in der Mitte. Das ist Dizzy, das kleine Dizzy hier in der Mitte. Und das ist mein Kollege Franz und das ist Gertrud. Ach hier, hier arbeite ich am liebsten. Hier, in umwerfenden Leistung. Diese Arbeiter sind offensichtlich Experten im Aufheben und im Dinge wieder auf den Boden legen. Geil. Und am Ende... oh, doch nicht. Okay, aus dem ersten Teil kannte ich das noch so, dass man irgendwie optimieren kann und dann gibt es immer noch so, wie viele Schritte man nur haben soll, damit man richtig cool ist oder dass die Laufzeiten krasser sind. Und ich versuche auf jeden Fall immer alles zu erklären, was hier so bei ist, aber ich glaube, ich verstehe es irgendwann sowieso nicht mehr.
Hey, ihr da oben! Diese Reihe aus Datenwürfeln ist viel zu weit weg zum Lesen. Bitte sagen Sie den Arbeitern, sie sollen die komplette Reihe um 2 Kacheln nach unten bewegen. Am besten genau dort zwischen die beiden Zimmerpflanzen, sodass man sie besser sehen kann. Ich habe diese Brille nicht nur, um gut auszusehen, wissen Sie? Alles klar, kriegen wir hin, ist ja eigentlich genau dasselbe. Also, die gehen einen Schritt nach unten, dann nehmen sie es auf, dann gehen sie noch 2 Schritte nach unten, zack, zack. Später kommen da auch noch Schleifen und sowas hinzu. Und dann lassen sie es wieder fallen. Also, es wird später noch anspruchsvoller, es ist halt ein Puzzler irgendwie. Und ist ganz witzig. Voll die Story finde ich witzig. Jo, das gefällt mir schon besser. Wie Icons auf dem Desktop, sorgfältige, bla bla bla. Cool. Auf zur 4. Langstreckenlieferung. Das ist natürlich auch irgendwie alles Tutorial-mäßig. Ich habe gerade ein Buch über Achtsamkeitsmeditation gelesen. Ach, so wichtig. Sie können es später ausleihen. Ich würde gerne meinen Geist komplett leeren und auch diesen Raum. Alle Datenwürfel und Arbeiter müssen hier komplett verschwinden, damit ich mich konzentrieren kann. Arbeiter, bitte heben Sie die Datenwürfel, nehmen sich auf und laufen Sie einfach immer weiter bis in den Raum. Durch diese praktischen Löcher hier auf der rechten Seite verlassen. Was auf dem Grund dieser Bodenlöcher ist? Naja, gute Frage. Naja, sie haben eine neue Anweisung. Jump. Geil. Nein, ihre Arbeiter werden nicht einfach in die Luft springen. Dies ist nicht eines dieser Spiele. Hier, das wird ihnen alles Nötige verraten. Ja, davon habe ich eben geredet. Dieser Jump-Befehl ist einfach, ja, quasi eine Schleife. Das heißt, wir nehmen das hier auf. Also gehen erst einen nach rechts, weil sie dann auf dem Würfel hier rumstehen. Dann nehmen wir es auf. Und dann können wir nochmal einen Step machen nach rechts. Und zwar so lange, zack, oh, so lange, bis sie irgendwo reinfallen. Also was jetzt passiert, sie nehmen im ersten Schritt, gehen sie einen nach rechts. Dann stehen sie auf diesem Block hier drauf. Dann nehmen sie es auf wegen diesem Pickup-Befehl. Dann beginnt diese Schleife. Das ist jetzt noch alles sehr einfach. Dann gehen sie nach rechts. Und das machen sie immer wieder, weil die Schleife hier immer wieder nach oben geht. Und dann machen sie immer wieder diesen rechten Step. Ich hoffe, das versteht man. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, geil. Ah ja, hier ist das auch nochmal schön grafisch dargestellt, was passiert. Geil. Nice. Ich bin ein Ozean. Ich bin ein Wald im Herbst. Ich bin ein Sonnenuntergang. Ich bin hungrig. Kommt jemand mit zum Mittagessen? Irgendjemand? Witzig. Hahaha. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich davon machen werde oder so. Vielleicht ist das eher ein Spiel zum selber spielen. Vor allem, wenn man später halt nachdenken muss. Vielleicht ist das auch was für einen Stream. Man weiß es nicht, Leute. Eine wichtige Entscheidung. Ich wollte das vorhin heute schon viel früher aufnehmen. Und dann hat mein Google Chrome einfach rumgemeckert und hat irgendwie voll geleckt. Ich glaube, ich habe ein Virus oder so. Dann habe ich erstmal überall meine Passwörter geändert. Habe Chrome neu installiert und alles war scheiße. Das hat locker 3 Stunden gedauert, dass das alles jetzt wieder geht. Und ich habe jetzt alle meine Add-ons gelöscht. Weil irgendwie ist das immer abgekackt. Ich konnte gar nichts machen, Leute. Gar nichts. Und das Leben ohne Internet ist doof. Deswegen konnte ich auch nichts hochladen und so. Weil ohne Internet geht das nicht. Wir sollen uns alle eine kleine Frage stellen. Was würden Sie vorziehen? Einen plötzlich grauenvollen Untergang oder auf eine wirklich spaßige Bürogeburtstagsparty zu gehen? Tja, Sie haben jetzt eine neue Anweisung, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen. Jeder schaut jetzt mal auf seine linke Seite und auf seine rechte Seite. Auf der einen Seite hat jeder einen netten Tafel. Bla bla bla. Okay, wählen Sie weise. Okay, wir sehen uns dort. Die sollen wahrscheinlich in die Löcher hier rein. Oh, wir haben ein If dazu bekommen. Cool. Ein If-Befehl. Okay, also die können erstmal. Ich glaube, wir fangen auch mit dem If-Befehl an. Wenn links von dir gleich ein Loch ist, würde ich sagen. Wenn links von dir ein Loch. Wir kümmern uns jetzt um. Ne, wir machen das anders. Wenn links von dir ein Würfel ist, ich glaube, das ist einfacher. Wenn links von dir ein Würfel ist, dann gehe nach links. Zack. Ja. Und pick up. Dann nimmst du den Würfel und dann gehst du so lange nach links, bis du stirbst. Das finde ich gut. So. Sollte schon mal gehen. Die gehen nach links. Wenn links von ihnen ein Datenwürfel steht, das heißt halt das Ding hier, diese doppelten Gleichheitszeichen sind, dass das eintreten muss, dass gleichzeitig mit den durchgestrichenen, dass es nicht eintreten darf. Also wenn nicht, wenn kein Datenwürfel neben, links neben dir liegt, dann mach was anderes. Größer als, größer gleich, kleiner, kleiner als. Ist, glaube ich, alles selbst erklären. So, die gehen jetzt nach links, bis sie da irgendwann reinfallen. Und dasselbe müssen wir auch noch für die Leute machen, die nach rechts gehen sollen. Wir können jetzt entweder, wir können mehrere Sachen machen. Wir können entweder noch ein If-Befehl machen. Oder aber
weil wir nur zwei, wir müssen eigentlich keinen if-Befehl machen, denn ein if-Befehl hat auch immer einen else-Befehl. Also if heißt ja falls und else ist dann oder. Also entweder oder. Das ist immer so ein entweder oder Krams. So und jetzt wenn dann if else. Wenn das und das ist, dann macht das und das sonst. Wenn sonst ist das if sonst. Ja. Also wenn ein Datenwürfel links ist, ich verplapper mich hier schon wieder, ich glaube, ich kann das auch ganz schlecht erklären. Boah. Wenn links ein Datenwürfel ist, dann nimm ihn auf und geh nach links, bis du stirbst. Sonst geh einen Schritt nach rechts, da ist dieses else. Nimm deinen blöden Datenwürfel auf und geh dann so weit nach rechts, bis du stirbst. Sollte funktionieren. Fertig. Zack, ja, wir sterben alle, juhu! Ich finde das Spiel irgendwie witzig, ich weiß auch nicht. Dabei mag ich Informatik gar nicht so gern. Ja, Glückwunsch, das war wahrlich eine Meisterleistung der Ingenieurkunst. Mir ist jetzt irgendwie nicht nach der Party, aber die anderen haben Spaß, ja. Ach ja, immer diese Sekretärinnen. Oh, guck mal hier oben, hier splittet sich das sogar auf. Oh Gott, das geht ja richtig weit. Was? Oh, gibt's da viele Level, okay. Wir sind noch in diesem grünen Bereich, das ist noch alles easy. Phase 1, sind wir kleiner Kammerjäger 1. Schauen wir mal. Jahr 6. Ich lerne programmieren. Tatsächlich habe ich diese Aufgabe bereits für Sie gelöst, also mehr oder weniger zumindest. Die Arbeitskraft soll den Würfel dort unten aufheben, ohne in die Löcher zu fallen. Aber irgendwas stimmt nicht so ganz. Tja, Sie dürfen sich das mal reparieren hier. Los, mach mal. Guck, das passiert, wenn ich das einfach ablaufen lasse. So, und dann stirbt sie wahrscheinlich. Ui, geil. Okay, sowas hasse ich. Den Code von anderen Leuten verbessern ist so eine Kackaufgabe. Das ist echt blöd. Also am liebsten würde ich das alles einfach selber machen. Guck mal, der hat hier was gemalt. Was? Kann ich das auch? Ziehen Sie Befehle über dieses Feld, um mehr über Sie zu erfahren. Achso, nee, will ich nicht. Wieso konnte er was malen? Ich will auch was malen. Tipp, es reicht, eine einzige Anweisung zu ändern oder hinzuzufügen. Okay, also. Hier ist auch noch so ein netter Button. Bevor Sie das Programm bearbeiten, führen Sie mit diesem Knopf die Zeilen schrittweise aus. Dann kann man quasi debuggen. Also Schritt für Schritt nach vorne gehen, bis der Fehler auftritt. Also da ist noch alles okay, hat er so eine If-Schleife, okay. Wenn rechts von dir nichts ist, aha, solange rechts von ihr nichts ist, geht sie nach rechts. Aber irgendwann ist ja rechts nichts, wie man jetzt hier sieht. Und dann geht er zum nächsten und da wird sie nach unten gehen. Und das ist schlecht. Da soll sie nämlich nicht nach unten gehen, sondern sie soll da nach links gehen. Und dann kann sie zwei nach unten gehen, aber das langt noch nicht, weil da fehlt dann noch ein Step nach unten. Da würde noch ein Step nach unten fehlen. Aber der meinte ja, ich kann das auch mit einem machen. Aber ich glaube, das ist mir gerade egal. So, das soll gehen. So, jetzt geht sie wieder nach links, weil dein ein Nichts ist und fertig. Aber das kann man halt auch noch irgendwie schöner machen. Warte mal, jetzt möchte ich nochmal rauskriegen, wie man das macht, mit nur einer einzigen Anweisung ändern. Okay, wenn von dir... Man kann doch sagen, wenn unter dir etwas ist, wenn unter dir ein Weg ist, wenn unter... Hä? Wenn unter dir Richtung unten... Okay, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn unter dir Richtung unten ist, dann gehe nach unten. Oh. Sollte funktionieren? Nicht? Hä? Wenn unter dir gleich unten ist... Da war doch unten, ich verstehe es nicht. Unter ihr ist nichts, deswegen geht sie weiter. Unter ihr ist nichts, deswegen geht sie weiter. Jetzt ist aber doch unter ihr was. Wieso jumpt er trotzdem nach oben? Heißt das nicht, wenn unter dir etwas ist? Muss das etwas heißen? Ich bin mir nicht sicher. Da ist nichts, da ist nichts. Jetzt ist da was. Ah, jetzt funktioniert. Okay, etwas muss man also sagen. Okay, ja, cool. Und so haben wir, glaube ich, nur eine Sache verändert. Nice. Komm, einen machen wir noch. Sammelhaltestelle. Den Kaffeebecher machen wir nicht. Sammelhaltestelle.
Okay. Was für ein Durcheinander. Die Ingenieure haben überall ihre Daten liegen lassen. Diese Leute haben einfach kein Gespür für Kunst und Stil. Okay, lassen Sie uns all diese Datenwürfel aufheben und entlang der unteren Reihe in einer schönen Linie organisieren, genau zwischen diesen nützlichen Pfeilen. Aber achten Sie auf die bodenlosen Löcher. Was? Woher Sie wissen sollen, wo die Datenwürfel sind oder wo bodenlose Löcher sind? Nun, hier steht. Denken Sie dran, die If-Anweisung, bla bla bla. Ja, 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 ich kann das. Oh, wir können malen! Okay, Leute. Wir malen jetzt etwas. So, zack. Hui. Okay, das ist ein sehr hässliches Viech. Aber, hallo. Okay, das ist natürlich eine Katze. So, Katze. Miau, miau, miau. So, Katze. Sehr schön. Sie haben jetzt Kommentare. Dankeschön. Kommentare sind immer gut. Okay, also wenn unter dir gleich nichts... Nee, wenn unter dir gleich... Ja, nichts ist, ne? Wenn unter dir gleich nichts ist... Nein, wir sagen, solange unter dir kein Datenwürfel ist, solange unter dir kein Datenwürfel ist, gehe nach unten... So, jetzt gehen Sie zumindest, bis ein Datenwürfel unter Ihnen ist, nach unten. Dann können Sie es aufheben von mir aus. Ach so, warte, dann müssen wir noch einen Jump reinmachen, damit Sie auch so lange nach unten gehen, bis ein... Nee, warte, was? Wenn kein Datenwürfel unter dir ist, dann geh einen Schritt nach unten. Das muss dann über das If, oder? Damit er das immer wieder abfragt? Ich glaube schon. Dann geh einen Schritt nach unten. Dann sind Sie irgendwann auf dem Datenwürfel. Dann müssen Sie es aufheben. Das muss jetzt außerhalb des Teils, ne? Dann... Heben sie es auf und dann gehen die so lange nach unten. Dann he... Hä? dann heben sie es auf. Okay, sie heben es auf. Und ich glaube nicht, dass das hier gerade funktioniert. Die gehen jetzt so lange nach unten, bis unter ihnen... Wenn unter dir... Wenn... Unter dir... Was? If... Wenn du kein Datenwürfel hast, dann geh einen Schritt... So geht das, glaube ich. Und wenn unter dir gleich kein Loch ist, dann geh auch nach unten. Richtig? Wenn unter dir kein Loch ist, geh nach unten, so lange bis ein Loch bei dir ist. Und dann lass das Teil fallen. Also in meinem Kopf macht das Sinn. Katzi, macht das in deinem Kopf auch Sinn? Ja, wir probieren es aus. So, ja, ja... Ja. Nein. Hä? Seid ihr blöd? Da war doch ein Loch unter euch. Oh, alle Arbeitskräfte sind tot. Was? Aber warum? In meinem Kopf... Solange kein Loch unter dir ist, gehe weiter. Also das ist ja abgehakt. Sobald sie ihren Datenwürfel haben, ist diese erste If-Schleife abgehakt. Dann sind sie nur noch in der zweiten If-Schleife drin. Aber... Ach so, oh, ich muss das über das If packen. Ja, gut. Ja, yeah, geil, alle haben überlebt. Oho, jetzt leben wir aber gefährlich, so richtig nah am Abgrund. Okay, ja, cool. Cool, dann würde ich sagen, hä, das macht mir überraschend Spaß, hätte ich gar nicht gedacht. Warum war so programmieren in der Schule nicht? Das hätte ich viel witziger gefunden. Mann, Mann, Mann. Ja, war nur ein kleines Let's-Test. Vielleicht wird es ein Let's Play, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Vielleicht ist es ein bisschen zu langweilig, vor allem für Leute, die nicht verstehen, was hier so abgeht. Ich versuche es allerdings ja so gut wie möglich irgendwie zu erklären. Müsst ihr mir sagen, ob ich das geschafft habe oder nicht. Und ja, liegt an euch, ob da noch ein Part kommt oder nicht. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.